Schaut mal, ich habe mal vor einigen Jahren in einer Fernsehsendung, da gab es eine Diskussion, wie sind wir kaputt gegangen? Also wir sind wie als islamisches Kalifat vor 100 Jahren kaputt gegangen. Was waren die Faktoren gewesen? Natürlich gibt es viele Faktoren. Und da hat ein Redner gesagt, das hat mich sehr fasziniert. Er hat gesagt, überlegt euch das, ich werde darüber nicht weiteres sagen, aber darin ist vieles versteckt. Eins der Hauptfaktoren ist, dass wir kaputt gegangen sind, als Staat kaputt gegangen sind, als Kalifatstaat des Osmanischen Reiches kaputt gegangen ist. Früher haben wir immer Allah, Allah gesagt und zum Schluss haben wir Islam, Islam gesagt. Könnt ihr euch darunter was vorstellen? Also wenn ihr euch was, also das ist hier sehr, sehr wichtig. Wo wir Allah, Allah gesagt haben, haben wir gewonnen. Wo wir Islam, Islam gesagt haben, haben wir verloren. Wenn ich diesen Satz jetzt hier so lassen würde, würden 99% im Internet sagen, Bruder Fulkan, was ist das? Du hast uns durcheinander gebracht und so. Damit ich nicht diese Fitna hinterlasse, sage ich ganz klar, um was es geht. Allah ist es, um was es geht. Islam ist das Mittel. Wir haben nicht mehr auf den Zweck geguckt, wir haben auf den Mittel geguckt. Wir haben den Islam, also ich rede nicht von Atatürk, ne? Von Mustafa Kemal, der war sowieso schon aus gewesen. Ich rede vor Sultan Reshat, Vahdettin, diese ganzen Geschichten. Als wir immer gesagt haben, Islam, 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 haben wir auf den Finger geguckt. Das heißt, wir haben uns nicht mehr, wir haben alles in einer Form angefangen zu leben. Wir haben alles in Kleidung gemacht, wir haben alles in Symbolik eingeheftet. In Symbolik sind wir hängen geblieben. Deswegen haben wir Islam, Islam gesagt. Aber im Islam geht es doch um Allah. Wir haben Allah weggezogen, wir haben das Eigentliche weggezogen und haben, also wir haben die Seele weggezogen und wir haben auf den Körper geschaut. Das heißt eigentlich, wir haben Allah, Allah, wo wir Allah, Allah gesagt haben, haben wir gesiegt. Und als wir diese Sachen im Islam, wo wir den Islam symbolisiert haben, wo wir in der Symbolik stecken geblieben sind, wo wir nicht mehr, wo wir angefangen in die Prachten der Moscheen zu investieren, wo wir angefangen in die Prachten der Paläste zu investieren, wo wir angefangen haben in die Prachten irgendetwas zu investieren, haben wir in die Sache, wir haben die Prioritäten verloren. Ja, das ist hier eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit.